So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Altered Destiny mit der Anna. Das Hallo, denn? ihr Lieben. Das ist mein sprechendes Kamel, das jetzt nicht mehr ausgeht. Ah! Oh mein Gott. Ja. Weg, warte, nimm Schmeiß weg fort. einfach. Ja, weg. Ja, und die Marlene ist auch dabei. So, ich mach's kürzer. Ich kann meine Knödel mich ausstellen, wann immer ich möchte. Hihi. So. Sonst hätte ich ja jetzt noch den Kamelsong singen müssen, aber da war ich nicht drauf vorbereitet. Den kann man sich aber auf meinem Kanal anhören. So, dann lauf da doch noch mal rüber. Wir haben ja schon eine Module Ja, verplempert. probier's noch mal jetzt hier. Kamel, ein Kamel. Das fand ich gar nicht so doof. Geht in der Wüste hin und her. Ui, so, und jetzt brauchen wir Denn diesen es hat Schleim. keine Eltern mehr. So Und ist jetzt darum ein Traum. geht es hin und her. Nee, so ein Traum ins Lied ist ja schrecklich. Was? Ja, ich fülle mal die Schüssel mit Schleim. Ja, mach's auf jeden Fall. Es hat ja eben geklappt. Vorsicht, Ja, oder ist auch PG. egal. Vorsicht, Das PG, der erinnert mich Pfad. total an Mary 2, wo der da auch über diesen Gletscher muss. Der hat wenigstens Asche und Sand dabei gehabt. Es ist, also ich finde es auch echt unfair bei dem Spiel. Ja. Ja. Aber gut. Ja. Speicher's ab, speicher's ab. Da hängt schon so Prost so schief da drauf. Ja, speicher's unter Climb oder so. Ich habe ja Folge 13 schon Ja. vorangelegt. So. Ja, das passt schon. So. Und nochmal speichern gleich. So. Wir gehen mal zurück, ne? Bloß weg hier. Ich denke, oh Gott, ja. Das reicht mit Bergsteigen. Oh, meine Güte, ja. Aber die Punkte mehren sich langsam da oben. Das stimmt, viel ist es nicht mehr. Dumm, dumm, Aber das dumm. ist auch ein total verworrenes Adventure. Also ich freue mich auch, wenn die ersten, weiß ich nicht, ab wann habe ich mitgemacht? Folge 5 oder so? Ja, kann Wenn die sein. Folgen hochgeladen sind, die ich noch nicht kenne, weil ich habe hier überhaupt gar keinen Plan, was Den habe ich jetzt überhaupt immer noch machen. nicht. Ha, okay. Da geht es uns ähnlich wie in Kyrania 2. Da hattest du ja auch ziemlich schnell den Faden verloren, ja, Ja. Quinn. Das stimmt. Aber trotzdem, also ich meine, es war auch so ein komisches Spiel. Aber irgendwie fand ich es ganz amüsant, trotz allem. Besonders das Rätsel mit diesen komischen Scheiben da am Schluss. Jetzt das ganze Zeug wieder auf jetzt. Ja, nimm's mit, Probieren wir mal, wenn ob du es klappt. kannst. Weiß ich nicht. Ja. Ich nehme mal was mit. Ich nehme Ja. mal bloß eine Waffe Ja. mit. Ich denke mal, es ist vollkommen egal, ob die Axt oder das Schwert na, vielleicht mal schwingen muss. Die Sphäre, weiß ich nicht. Mark. Mal gucken. Nimm mit, was du kannst, ja. Nee, also bin ich dicht genug dran. Ja, das Klaus, ja, hätte ich sagen können. Nee, ist voll. Oh, nee. Dann probieren wir es mal so. Ich spreche mal ab. Aber Ja. ich glaube, eine Waffe mitnehmen ist immer gesünder. Habe ich zwar jetzt nicht gemacht, aber. So, wo wir jetzt hin? Anna, mein Ja. Wegbegleiter? Oh, das Tom-Tom, ja. Das TomTom. Genau. Wow, ich würde sagen nach Westen. Go West. Like Go this. West, da di da di da da. Da di da di da di da da. Da 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 di da da. Da di da di da da. Eigentlich fand ich den Kamel noch schöner, aber egal jetzt. Ich mach's nicht wieder an, weil Geht bloß nicht, oh Gott! es geht nicht wieder aus. Ey, ich muss mal ganz kurz Pause machen, einen Moment. Ja, das ist gut. Ich muss mich auch mal. Jetzt. Go west, da di da di da da. Wer war das? Muss man die kennen, die Stimme? Nee, ne? Ah, das sind diese Puppen, wo man so Die. draufhauen kann. Die kennen wir. So. Daran hat Das war ja wieder der Duke.
Was konnte er sehen? Sein Dick von hier? Ja. Aha. Nieder, du Schwein. Hm. Aber die bashen sich jetzt dauernd, siehst du? Wow. Ja, die mögen sich endlich. So, was machen wir jetzt in den Wooden Areas? Ja, ne? Wir gucken mal nach, wann der ist. Also auf dem Pfad nach Westen. Ich gucke nach Norden. Nach Osten, Osten, Osten. Ich war da schon vorne im Osten, da war kein Eastern Woods. Was? Da ist kein Ostern. Bei a stream. By a stream. By the sea, by the sea, by the beautiful sea. Tree you base. And me, da haben wir geklettert vorhin. Ach, okay, wir müssen doch, du hast zurück. Stimmt, ich Was? Wir müssen. Ich weiß, wo die sind. Nein, geh zurück. Da waren wir schon mal. Das war ganz gruselig. Und zwar ist das die Stelle, wo Marlene zum ersten Mal bei uns war. Ach, das weiß ich, dann weiß ich, wo das ist, ja. Ich nicht mehr. Gut. Das ist bei mir schon in Vergessenheit geraten. Das war das helle Licht da oben, nämlich. Und bei dem müssen wir uns bestimmt besprinkeln lassen von denen, ne? Von diesen Viechern? Nee. Von dem Bösen. Ich hab Angst. Ich mache einfach die Augen gleich zu. Aber wie sollen uns denn bespringen? Wir kommen gar nicht zu dem hin. Das ist doch eine Grube dazwischen. Oder wie, oder wem? Tja, wart nur ab. By the light. Pool of light. Hier? Ah, nee. Ach, doch, da sind wir bei, ach, bei dem wieder. Ah, ja. Jetzt nach Osten. Warte, ich will mich von dem bespringen lassen. Besprühen lassen. Guck mal, da ist wieder der P-Punkt auf dem Hopster. Besprüht er uns auch mal irgendwie? Nein, der macht nichts. Der springt einfach über uns rüber. Jetzt geh nach Osten. Go East! Gehen Sie nach Osten. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Da waren wir doch schon. Das ist doch der Web hier. Nach Osten. Hier nach Norden gehen können vorhin. Was sind das da eigentlich für hüpfende Penisse? Ich muss es jetzt doch mal ein fragen. Hopper ist das. Ein Hopper. Hopper. Hopper! Hopper! Originell. Und Eastern Woods. In den Eastern Woods. Das Top Tom hat sie, sie sind am Ziel angekommen. Ja. Mhm. Und jetzt nach Norden oder was? Ich geh mal weiter. Ach, jetzt bespritzt er uns. Oh. Nee. Wir werden besprüht, oder was? Ja. Meinst kann, du? Ich kann nichts machen gerade. Aha. Oh. Er steht voller Schock da. Ja. Oh, ja, ich sehe. Oh. Wir werden befruchtet. Von einem Hopper. Ihr pinkelt uns voll. Lauter kleine Hopperkinder, wie schön. Ist ja eklig. Ein P-Punkt. Und es hat grünes. Oh Gott. Das war lecker, ne? Die Dusche. Appetitlich, ja. Wow, was für eine Erfahrung, ey. Seitdem der Hopper dich bespritzt hat, fühlst du dich ein wenig merkwürdig und ein bisschen steif in deinen Gelenken. Nur in den Gelenken, na, da geht's, ja. Na, dann geh mal wieder zurück. Ich kann auch nicht. I must wait. Bist du da wieder weggehoppelt, ist der Hopper. Oh, ich glaube, wir können bestimmt jetzt die Axt benutzen oder sowas. Du böser Junge, du. Ja. Da stehst du da drauf. So. Dum-di-dum. Jetzt schlachten wir bestimmt dieses hässliche Vieh endlich, hoffe ich mal. Juhu. Wenn wir ankommen irgendwann mal. Jetzt gehe zum Licht. Ah, to the light, babe. Ah. To the light. Say again. So. Was steht da? Blinded by the light. Ja, das fällt mir ein. Ja, dann guck doch mal, look mal. Look doch mal. Oh, scheiße. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ach, Schande! Was hast du gemacht? Oh, der ist schon doof! Der trifft doch gar nicht, guck mal! Na gut, der hat doch getroffen. Oh. Ja, passiert. So, du solltest dich ja auch nicht bewegen. So, wer möchte? Ich kann ja mal wieder. Ja!
Ja. Der Pool, also das Pool des Lichtes blitzt mit erblindender Intensität und gibt eine Wahnsinnshitze ab. Du kannst sogar die Luft krachen hören. Zu deinen Füßen liegt eine seltsame Nachricht, die in die Plattform eingraviert ist. Du strengst dich an, da nah genug ranzukommen und stehst auf einer kleinen Plattform und es liest sich Ar-Ra-Ra. Eine eklige Kreatur, eine Kreatur, die dort von Helma platziert wurde, um Pool zu bewachen, ihr Lieben. So sieht das nämlich aus. Junge, Junge. Eine von Helmas Schergen, siehst du? Ja. Okay, so. Und jetzt? So, die Nachricht sagt. Ja, lies. Okay. Gefüttert vom Licht, in Hungrigkeit, in Hunger gelassen bei der Dunkelheit, sagt die Quelle deines Lebens sagt, deine Form muss richtig sein. Okay. Deines Lebens, deine Form muss richtig sein. Okay. Ich würde sagen. Der Form. Ja, würde ich auch sagen, ne? Safe. Das sollten wir erst vorher mal irgendwie eine Waffe rausholen, bevor ich wieder auf den Transporter steige. Ja, und vielleicht in der nächsten Folge? Nein, okay. Armed and dangerous. Ist es jetzt schon passiert? Ja. Nein. Er stand da. You are armed and dangerous now. Oh, okay. Ich probiere es mal. Da. Wow. Sieht er sehr. Ja, jetzt. Sieht mal aus wie Mann gegen Maus, ey. Bossfight! Hat er getroffen oder was? Jetzt mach! Was muss ich denn machen? Was muss ich tun? Na, drück nach rechts! Drück ihn runter! Ich weiß gar nicht, was ich machen links muss. Ach so. Nach rechts drücken. Ach so. Ah, wo wusstest du das denn? Ich auch gleich hinterher. Oh, das war zu viel nach rechts gedrückt. Oh, nee, was ist das denn? Was ist das? Ist das normal? Oh, das sieht aus wie irgendein Quest for Glory-Dings. Das kommt mir sehr bekannt vor. Kann das sein? Was macht der denn? Ich hab gar nichts gemacht. Der macht. Na gut, dann bist du einfach so mit runtergefallen. Nochmal, jetzt ja nochmal kommen. Hab ich schon gewieldet? Wield Axe. Jetzt los, das kriegen wir nochmal. Nicht zu weit laufen. Hoffe ich mal. Wieder fuchteln, ey. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. So, und wir sind oben. Hurra, du hast es geschafft, du. Bravo, bravo, bravo. Ja, bitte mal Applaus hier. Hurra! So, und nun bin ich ganz alleine hier wir oben. Wir haben das böse Monster besiegt und speichern erstmal ab. Und jetzt pinkle ich in den Pool. Altes Ferkel. Ich pinkle auf den Kadaver von dem blöden Vieh. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Und jetzt? Bring ich einfach mal rein, ne? Und nee, dann? Ich weiß nicht. Ich hoffe, wie ist es denn eigentlich vorhin weitergegangen? Ah! Ja. Oh, toll! Oh! Das ist ja, weil ich nicht laufen kann. Juhu! Ach, Leute, ey. Das ist aber ein Witz. Das ist ja noch schlimmer als Sierra-Spiele hier. Boah, wie gemein. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Ist auch ganz schön unfair, ja? Ja. Ich speichere mal ab lieber hier. Ja. Liebe Spieleentwickler, so macht das doch keinen Spaß. Nicht soll wirklich. Ja keinen Spaß machen, das soll Arbeit sein. Ja. Oder auch nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, wir beenden mal lieber die Folge. Ja, das ist doch ein schöner Cliffhanger. Bevor ich hier noch eine Macke kriege. Ist mir ein ganz schlimmer. Ja, bin ich auch. Okay, Leute. Ach, jetzt quatscht er so noch an hier. Ach, das ist sogar John Qua. Ich bin froh, ja. PJ, dass du angekommen bist. Ich kann nur hier nur bleiben für eine kurze Zeit und habe etwas Wichtiges für dich. Bitte komm hier runter so schnell, wie du kannst. Aber das machen wir garantiert erst in der nächsten Folge, oder? Ja, das noch mehr. Ist derjenige, ja. Der uns diesen Auftrag gegeben hat, um das nochmal eben kurz zu erwähnen. Stimmt, der ist das ja, gewesen. Ja, gut. Dann nehmen wir das nächste Mal mit ihm quatschen und dann sehen wir weiter. Ja. Bis dann. Ciao.